Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute gibt es das Star Stable Update vom 15. Januar 2020. Ich sitze gerade schon auf meiner mega süßen Darkest, denn Leute, heute sind drei neue Tinkerfarben rausgekommen. Wie wir schon alle vermutet haben, kommt eines der Pferde in die App. Es ist tatsächlich auch das Pferd, das wir alle vermutet haben. Denn die neuen Farben, die wir uns jetzt sofort angucken, Leute, sind einmal der Palomino Sabino. Der Palomino Sabino. Wunderschön. Ein blaues Auge auf jeden Fall. Oder ist es grünisch? Auf der anderen Seite kann ich es jetzt gerade nicht so gut sehen. Vielleicht guckt er sie es gleich nochmal her. Nicht wirklich, Leute. Doch jetzt. Ein braunes und ein blaues Auge, Leute. Wie der schwarze Tinker. Die Tinker kosten 850 Starcoins, sind kältebeständig und kommen mit Stärke 4, Disziplin 2 und Agilität 1 ins Spiel. Kaufbar sind sie in Veildale, weil die Druiden haben die Tinker viele Jahre gezüchtet, dass sie kältebeständig werden, dass sie mit ihnen ins Dinotal gehen können. Was ich persönlich finde, was super Sinn macht, denn direkt neben Veildale ist gleich das Dinotal und von daher, Leute, könnt ihr mit eurem eurem Dino ins Tinkertal. Ihr wisst Bescheid, mit eurem Tinker ins Dinotal und da auch die Rennen gehen und seid genauso schnell wie mit jedem anderen kältebeständigen Pferd. Die zweite Farbe ist der Steel Brown Tobiano. Wunderschön für alle, die gesagt haben, der schwarze ist nicht hundertprozentig das, was ihr euch vorgestellt habt, denn viele stehen auf Rappen, aber ich glaube nicht jeder. Und deswegen gibt es hier auch noch einen wunderschönen Seal Brown. Er hat eine wunderschöne Mähne, wie ich persönlich finde. Sie ist mehrfarbig, was ich immer wunderschön finde. Fun Fact, Leute, Seal Brown ist die Farbe von der Stute, auf der ich immer Reitstunden gegeben habe bei den Tinkern. Und last but not least ist die letzte Farbe, die ins Spiel gekommen ist. Der wunderschöne Buckskin für alle, die nicht so gerne checken wollen. Also sowohl Tobianus, Overus, Sabinus, was es auch immer alles für Checken gibt, ist der Buckskin ins Spiel gekommen. Somit ist der, ich glaube, es war ein Silver Dapple für die App reserviert. Und ich bin mega gespannt, wann er in die App kommt. Ich denke mal, es wird nicht so lange dauern, denn die App ist ja mittlerweile repariert und funktioniert wieder. Ich hätte geschätzt, vielleicht nächste oder übernächste Woche, dass der in die App kommt. Und für alle, die auf den warten, der wird auch 850 Starcoins kosten. Das Einzige, was bei dem anders ist, ihr könnt den dann mit Level 10 ins Spiel holen. Falls ihr euch auch noch den Rappen kaufen wollt, auf dem ich hier sitze, der steht jetzt mittlerweile in Veildale. Den seht ihr hier hinten. Also der ist von Fort Pinter nach Veildale gezogen. Und ja, das war's tatsächlich mit der Update-News von heute. Es kam nichts weiter rein. Vergesst nicht, dass das Dressur-Event nur noch diese Woche da ist. Und besucht uns in Jalaheim. Ich würde mich natürlich freuen. Und nächste Woche gibt es eine Quest in Fort Pinter. Da bin ich schon mega gespannt, ob vielleicht James jetzt neue Aufgaben bekommt, dadurch, dass er ja quasi eigentlich alle seine Aufgaben abgegeben hat. Ich bin mega gespannt auf nächste Woche, aber freut euch erstmal heute Nachmittag noch auf einen Tinkerkauf. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!